Riesenenttäuschung bei den Spreefüchsen Berlin mit einer unnötigen Niederlage 20:23 gegen TuS Linford mussten sich die Spreefüchse geschlagen geben. Wir wissen auch, dass es heute sehr, sehr schwer wird, weil es eine Mannschaft ist, die einfach 60 Minuten kämpfen, und wir wussten, dass wir auch kämpfen müssen, um dagegen zu halten. Nachdem die Berlinerinnen das letzte Auswärtsspiel in Trier gewinnen konnten, gingen sie dementsprechend hochmotiviert ins Heimspiel, allerdings vergeblich. Da weiß genau der andere, was seinen Partner macht, wann er loslaufen muss. Also es ist eine mega eingespielte, gut harmonierende Mannschaft, die 60 Minuten Gas geben, obwohl sie so eine kleine Bank haben. Leider fehlte die Konzentration, um das Spiel anfangs direkt in die richtige Richtung zu lenken. Zu dem Heimtor folgte schnell das Gegentor der Gäste. Aber auch auf der Gegenseite, auf der Seite der Damen aus Nordrhein-Westfalen, lief nicht alles optimal. Die Spreefüchse schafften es in der ersten Halbzeit mit viel Teamwork, viel Kampf und doch 10:8 in die Pause zu gehen. Die erste Halbzeit war ein schwieriger Start für beide mit vielen Fehlern. Es hat ein bisschen gebraucht, aber am Ende haben wir dann doch irgendwie den besseren Schwung gehabt in der ersten Hälfte. Haben gemerkt, okay, wenn wir den Ball laufen lassen, dann kommen wir auch dazu, standen hinten gut und haben sie dann auch zu Fehlern gezwungen. Es sollte ein Sieg der Spielfüchse werden, denn die Nummer 8, Anna Eber, durfte endlich wieder nach einer einjährigen Verletzungspause aufs Spielfeld. Es ist ein tolles Gefühl, wieder auf der Platte zu stehen, vor allem hier zu Hause. Und es war spannend. Ich habe noch nie gegen Linford gespielt, war heute das erste Mal. Schade, dass es nicht geklappt hat am Ende. In der zweiten Hälfte des Spiels sollte an die Taktik angeknüpft werden, leider ohne Erfolg. Wieder folgten Tore der Gäste, bis Linford aufholen konnte. Die Spreefüchse kämpften bis zur allerletzten Spielminute. Ihre Angriffe wurden präziser, doch leider hat es hier nicht ausgereicht. Woche spielen wir gegen Zwickau, mein alter Verein. Da bin ich vor allem sehr motiviert, und auch die Mädels, denke ich, kann ich damit ins Boot holen. Zwickau steht genauso unten drin, die brauchen jeden Punkt, werden auch kämpfen, werden hier ankommen, was holen wollen, und ja, wir müssen uns jetzt wieder motivieren und nächste Woche zusammenhalten. Sich motivieren und zusammenhalten, dann klappt es hoffentlich auch beim nächsten Heimspiel gegen Zwickau, denn den ist ein enttäuschten Gesichter, soll es dann nicht auf der Heimseite geben.